Hey Leute, willkommen zu einem neuen Call of Duty Ghosts Video. Heute geht's so ein kleines bisschen um den neuesten Patch, der rausgekommen ist für Call of Duty Ghosts am PC. Die ganzen Konsolen werden den Patch aber wahrscheinlich in den nächsten Tagen auch noch bekommen. Die Besonderheit bei der ganzen Sache ist die, dass der Chaos-Modus aus MW3 jetzt auch für Call of Duty Ghosts verfügbar ist, mit einer kleinen Änderung. Und zwar spielt man bei Call of Duty Ghosts nicht gegen menschliche Bots, sondern man spielt gegen Aliens, das heißt der Chaos-Modus wurde in den Extinction-Modus hinzugefügt. Letztendlich bleiben sonst die Regeln eigentlich gleich, das heißt man kann alleine spielen, man kann auch Koop spielen und im Prinzip kommen halt die ganze Zeit Aliens, die man dann killen muss und wenn man mehrere Aliens nacheinander killt, dann baut sich eine Combo auf. Es gibt dann auch noch einen kleinen Timer, der glaube ich um die 2 Minuten läuft und wenn der abgelaufen ist, ist das Spiel nicht sofort zu Ende, wenn man noch eine Combo aufrechterhalten hat. Das heißt, wenn man immer wieder einen Alien killt, bevor dieser grüne Balken unten im Bild eben abgelaufen ist, dann kann man weiterspielen und dann ist es eben so, dass der Timer nicht wichtig ist und man das Spiel eben verlängern kann. Ich bin nicht wirklich gut drin, muss ich sagen, man sieht es jetzt auch im Gameplay im Hintergrund, aber bei MW3 habe ich da wirklich sehr lange Gameplays gesehen, das heißt, manche sind da wirklich gut und ich denke, beim Alien-Modus wird es die Leute auf jeden Fall auch geben, die ziemlich lang spielen können. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, was ihr von der ganzen Sache haltet. Ich find's eigentlich ganz cool, dass Infinity Ward immer wieder neue Modis ins Spiel patcht, ist auf jeden Fall eine ganz nette Sache, auch wenn es natürlich so ist, dass es an manchen anderen Enden so ein bisschen hapert, aber sowas ist auf jeden Fall eine ganz nette Sache. Das war's jetzt von mir, falls euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich natürlich über eine Bewertung freuen und falls ihr weiterhin auf dem aktuellen Stand in Sachen Call of Duty Ghost sein wollt, dann lasst einfach ein Abo da. Das war's von mir, macht's gut, bis zum nächsten Mal.